AZ-Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Wir spielen in dieser Folge mit Real Madrid gegen Girona. Witzigerweise wohnt ein Kollege von mir in Girona und ich simuliere quasi das Spiel, ich gegen ihn. Erreiche bei allen Mentoren die maximale Wertung. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Gewinne den Meistertitel in La Liga. Das könnte natürlich sein, dass wir das schaffen. Ich weiß sogar jetzt gerade gar nicht, ob das dieses Spiel hier ist. Letzter Spieltag La Liga. Das ist tatsächlich dieses Spiel. Mir sitzt immer der geschätzte Kollege Senior Frank Buschmann. Heute bekommen wir den Meister. Aber wer wird heute bekommen wir den Meister? Den Sprung auf den Thron. Das ist die große Frage. Die Spannung ist riesengroß. Die Fans wollen am Ende dieser Partie jubeln. Hier wird es anscheinend auch ein bisschen heftiger hergehen. Gegen wen spielen wir? Gegen Girona. Von den Nerven abhängen. Oh, komm. Leichte Aufgabe ist es hier nicht. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Da kommt der Schuss. Boah. Alter Spalter, war der angeschnitten. Also angeschnittener geht's ja gar nicht mehr. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Flanke kommt von Bale. Ungefährliche Aktion, schade. Kein Problem für den Torwart. Ungefährliche Aktion. Manchmal hier reden, ey, diese Kommentatoren. Patrick Roberts. So, die machen hier natürlich echt... Schöne Aktion. Fuck that. Den spielt er steil. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht Nee, der hat sich schon richtig so verhalten, dieser Ball. Nun war ran. Ja, natürlich lässt er den Ball durchgehen. Solche Sachen im Finalspiel habe ich besonders gerne. Adai Benitez. Ja, kann mir ja mal gerne einer in die Comments schreiben, warum ich da mit Williams in der Premier League so verkackt habe, warum ich da nicht alles gewonnen habe, obwohl ich alle Spiele gewonnen habe. Adai Benitez. Weg ist der Ball. Ja, hier hinten stehen sie echt, echt heftig extrem dicht. Den Ball spielt er zum Torwart. Jetzt die Gelegenheit. Ciao. Gareth Bale. Ganz, ganz wichtiger Treffer. Also das war dumm. Statt jetzt wären sie spanischer Meister. Real Madrid. Ein unheimlich wichtiges Tor. Das war jetzt ja komisch. Vielleicht die Szene, die Real zum Titelträger macht. Vielleicht die Szene. Ich hätte ihn natürlich gerne mit Hunter geschossen. Den Tor. Und Alex Garcia. Ja, konnte man nicht machen, ne? Groß. Dafür mit Sicherheit das nächste. Isco spielt den Ball. Den Ball spielt Lutz. Gute Chance für Real. Es gibt den Elfmeter. Elverer. Für das Foulspiel sieht das keine Karte. Was sagst du? Wie die Affen hier, alle. In Ordnung. Okay. Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Haben wir ja geübt. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Er hat ihn abgewehrt. Stark gehalten. Er kann hier zum Helden werden. Ich fass es nicht. Meine Katze springt auch durchs Bild. Schon wieder verschissen. Nach unten. Wieder auf. Sehr guter Einsatz. Hunter. Fuck it. Habe ich den Elfer gerade nicht reingemacht? Warum? Carles Planas. Warum? Ich hab ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass ich ihn nicht reinkriege. Nur alleine wegen des Effektes hier, ey. So. Bitteschön, hast du ihn wieder. Ich habe dir den ja eben abgenommen und du gibst ihn mir auch wieder. Schön. Und nimmst du wieder meinem Kollegen den Ball weg. Mann. Nur Marcelo. Ja, lauf doch mal ein bisschen nach vorne, Kollege. Marcelo hat Platz. Aber wie viel auch? Nee. Hereingabe. Asensio. Oh! Gut aufgepasst. So wird das. Aber das wäre, glaube ich, sowieso abseits gewesen. Ja, da machen sie super Druck. Ball ist weg. Kommt jetzt die Flanke? Komm schon. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr abgetropft. Reingetropft. Abgeschlossen. Das Tor von Hunter. Ich muss mich richtig zusammenreißen, mich nicht hier zu kratzen, ey, und scheiße an meiner Seite. Ich habe mir so die Rippen tätowieren lassen. Boah, ey. Es juckt so übel. Ohne große Probleme. It's pretty bad. So, und nach unten. Da ist Platz für Bale. Da ist Platz für Hunter. Ball kommt flach. Gar nicht einfach an den Ball gekommen. Voll schlecht. Oh.
Das war witzig. Stuani. Was hat der zu mir gesagt? Timor. Abgefahren. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ah, der war zu easy gewesen. Aber da blieb ihm auch nichts anderes übrig, als da einfach mal den Ball weg zu pillen. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Zack. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Ey, was geht denn bei dem? Genau so fühlt man sich dabei. So, aber hast du ihn gesehen, wie er mich weggeschmissen hat? Partie, in der es für Real eigentlich richtig gut läuft. Übel Scheiße. Noch 45 Minuten von der Meisterschaft und ich glaube, die packen das. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Etwas Pech hatte er im ersten Durchgang. Fast hätte er schon 2-mal getroffen, aber da war das Aluminium im Weg. Trotzdem, ein ständiger Unruheherd, ein guter Auftritt. Zwei zu 0 zur Halbzeit. Ja gut, können wir noch was draus machen, würde ich sagen. Ne? Die zweite Hälfte läuft. So wie es jetzt aussieht, sind wir schon spanischer Meister. Wir haben ein Tor geschossen mit Hunter und eins mit weiß ich nicht wem. Und der können wir mal ein bisschen easy machen. Ne? Komm mal hier auf Kollege Schnürschuh. Kommen hier wieder auf Marcelo. Da muss er flanken. Asensio, ganz geduldig. Nochmal auf Fanta. Schön laufen. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Das war nichts. Erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Okay, da wollte ich künstlich meine Bewertung irgendwie nach oben schreiben. Ich weiß auch sonst nicht, wie ich das sonst machen soll. Super dazwischen gegangen. Oh, der war aber mal ganz heavy. Da oben steht er ja echt gut. Viel zu lasch. Schade. Bisschen weiter. Bisschen doller, bisschen stärker. Dann wäre die mit Sicherheit was geworden. Wird's jetzt gefährlich? Nee. 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 Und nun ein Schuss. Ohne große Mühe gehalten. Ja, da müssen wir mehr draus machen. Das war eine richtig gute Schön. Chance. Da. Hunter. Unten. Hunter läuft. Schöner Pass. Zu langsam. Aus. Jawohl. Und Marcelo. Komm schon. Nee, ich krieg erst noch ein paar Instruktionen. Wahrscheinlich. Jawohl. Geschafft. Erziele das nächste Tor. Okay. Er will also, dass wir noch ein Tor machen. Da kommt der Schuss. Boah. Weiter gefährlich. Junge, der war übel schnell. Jetzt eine gute Flanke. Schön verlängert. Macht er ihn. Oh. Latte, aber die Chance lebt noch. Geklärt ins Tor aus. Junge, 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 Junge. 7 Vorlagen heute. Nee, insgesamt. Nicht heute. 7 Vorlagen, 25 Tore. Er hat mich umgeschubbt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Hast du gesehen? Er hat mich umgeschubbt. So ein Penner, Alter. So, macht den Treffer. Nochmal einen reingelegt, ey. Einfach nur weitergespielt, irgendwie so. Voll komisch gelenkt. Es sah so aus, als ob der Ball seinen Weg da so auch hingefunden hätte. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi sieht so aus. Kann man machen, ne? Trotzdem müssen wir noch mit Hunter eins schießen. Dann haben wir erst unsere ganzen Aktionen hier erfüllt, die uns der Trainer gesagt hat. Oh. Mal gerade hier nach hinten oben. Lucas Vázquez. Vázquez. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Nee, was war das? Da passt er auf und kann klären. Lucas Vázquez. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir Hunter da irgendwie in den Strafraum kriegen. Oh. Vielleicht so. Nein, gut, aber schade. Ist die Gefahr bereinigt. Oh, was war das denn für eine Annahme des Balles hier? So schlecht schätzenderweise. Marcelo. Und nach vorne. Ruppapuppapupp. Er pfeift ihn zurück. Als ob. Hoch mit Hunter. Stoppen. Groß.
jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, zack. Ah, genau in die Arme des Keepers. Das war ja wohl nichts. Oh. Komm, nach oben. Hunter. Jetzt ist die Kugel weg. Girona. Sind es zack. Noch 7 Minuten. Oh, schon wieder. Modric und der Ball ist zu weg. Lange. Den Ball gedrückt. Borja Garcia. Den Knopf meine ich. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Ey. Und nach oben zu Hunter. Real versucht es über außen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und jetzt! Ah! Den setzt er zu hoch an. Der Mann, schade. Versuch's mit weniger Kraft. Ja, ach wie. Nee. Echt jetzt. Was? Dead. Brainpower, AFK. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Zwei Minuten. Komm. Ach, das war doch kein Aus. Adai Benitez. Was? Hätte ich jetzt auch Hunger drauf? Das ist der Schluss. Hey. Oh, habe ich es jetzt weggedrückt? Scheiße, was ist das denn? Die wollten gerade voll aufstehen. Erste Saison bei den Galacticos und dann gleich die Meisterschaft. Tja, das ist so, ne? Für die Fans. Ich meine, was für ein Mega-Erfolg für die Fans. Ich mache das nur für sie und sie erwarten die Erfolge dann auch. Aber wenn der Erfolg dann auch noch kommt, Mann, dann jubeln die trotzdem, als ob sie vorher noch nie jubeln durften. Der absolute Hammer. Die Real-Fans sind einfach fantastisch, überhaupt keine Frage. Werden sie ihnen im Champions-League-Finale nochmal Grund zum Jubeln geben? Ich hoffe es. Champions-League-Finale, vielleicht könnte das jetzt auch noch kommen. Alex. Danke fürs das wäre natürlich eine krasse Folge. Champions League Finale und UEFA Finale in einer Folge. 92 Minuten gespielt, fast 50 Mille Transferwert. Meine Güte, Alter. So, dann wollen wir mal gucken. Mit meinem Mentor ist es immer noch nicht besser geworden. Bisschen schade. Oh, wir kriegen mal wieder ein kleines Video. Sehr schön. Was ist denn hier mit ihm? Wahrscheinlich auch Kapitelabschluss hier jetzt. Ist er eingepennt? Für irgendeine Party oder so? Oder ist er zu Hause einfach? Das hat sich angehört wie ein Furz. Schau dir das mal an. Bei mir steht jetzt einer der heutigen Torschützen, Jim Hunter. Jim, willkommen in unserer Sendung und danke für dieses Gespräch. Gerne. Das war heute Ihr 100. Tor. Vielleicht können Sie es kurz beschreiben. Der Ball kam perfekt. Fast wie in Zeitlupe. Das war wirklich ein grandioser linker Volley. Da hatten die Coventry-Fans sicherlich keinen Grund zur Freude. So ist Fußball. Wenn man auf dem Rasen steht, dann blendet man alles andere aus. Man konzentriert sich nur aufs Spiel. 11 gegen 11. So war es schon immer. Wird sich auch nie ändern. Bei solchen schönen Toren vergisst man die ganzen Mühen. Bei solchen schönen Toren vergisst man die ganzen Mühen. Was soll das heißen? Soll das heißen, dass er jetzt zu Hause ein bisschen weiter trainiert hat oder was? Erreiche bei allen Mentoren, ja, gewinne den Meistertitel. Das mit den Mentoren ist natürlich eine richtige Scheiße, ne? Aber egal. Ich glaube nicht, dass das irgendwie sehr viel ins Gewicht fallen wird, weil die besten Mentoren, meiner Meinung nach, haben wir natürlich schon bekommen. Dann gucken wir mal nach am 20. Mai 2019, was Kim Hunter an dieser Stelle macht. 3, 2, 1, Kim Hunter, los, Ladebildschirm, peng, peng, peng. In ihrem Hotel. So, und wir gucken mal, ein Spieltag, Kanada gegen die USA, nehmen wir noch mit rein? Nehmen wir noch mit rein, Friends. Huh. Okay, Ladies. Heute ist ein historischer Tag. Also. Das ist unsere Chance.
das erste Frauenteam zu sein, das sich 4 WM-Titel holt. That's right. Yeah. Und zwar tun wir das auf die Kosten unserer härtesten Rivalen. Jetzt wird es ernst. Das hier ist das wichtigste Spiel unseres Lebens gegen ein geschicktes, hochmotiviertes Top-Team, das nichts lieber täte, als uns zu schlagen. Nur ein einziger Fehler. Eine winzige Unaufmerksamkeit und all unsere harte Arbeit war umsonst. Einfach so. Okay, dann haben wir halt nicht das Champions League-Finale, sondern das WM-Finale. Ist es das WM-Finale? Women's World Cup, France 2019. Also los, Mädels, gebt alles, volle Konzentration. Viel Erfolg, Hunter. Ganz ehrlich. Ja, gib ihr schon die Hand. Klar, als ob. Du Witzfigur. Auf jeden. Scheißegal, ob sie die Hand weggezogen hat. Wir sind uns wenigstens treu geblieben. Kennt ihr diese Menschen, die nicht zurückgrüßen, wenn man Hallo sagt? Oh, Aufgabe 4, düstere Wolken oder was? Bereite ein Tor im Finale der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft vor. Erziele ein Tor im Finale der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Gewinne das Finale der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Okay, Kapitel 4 bezieht sich, glaube ich, auf das Finale der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Also eins vorbereiten, eins schießen. Walla walla billa. Machen wir. Vollfuß und Frankfurt melden sich vom Finale der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. FIFA-Frauen. Frankreich 2019. Und FIFA-Frauen Frankreich. Alles klar. Endspiel. Können wir uns eigentlich. Wir geben direkt erstmal ein bisschen Gas. Es sind die beiden besten Teams dieses Turniers. Die USA gegen Kanada, das große Duell. So, große haben wir den Ball bekommen. Unsere Rivalin ist in Grau untermalt, wie immer. Wir schießen den Ball und passen ihn auf. Schade, auf Hunter würde ich passen. Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Sie suchen so das Loch in der Abwehr. Da haben wir die Startaufstellung Scheiße. Der Kanadierinnen. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten. So, ich spiele einfach ganz normal. Das Ding im Mittelfeld zu dominieren. Werde ich hundertprozentig nicht ganz schaffen, das Kapitel. Also gewinnen und eins vorbereiten oder eins schießen, ja. Weiter, glaube ich, allerdings geht da nichts. Boah, fett weggegrätscht hat sie mich. Kein guter Pass. Oben auf Hunter. Schade. Das wäre schon die erste Vorlage gewesen. Ah, oh, komm schon, ey. Ich muss mich hier immer so anstrengen mit den Girls. Und uns Sinclair. Oh. Vor. Das war knapp. Wäre der durchgekommen? Hätte es böse enden können. Da kommt der Schuss. Sie stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Lauf. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Nummer 12 hier, voll die Hühnin, ey. Hunter kommt mal mit rein. Harold ist schon klasse. Wenn man solche Stars in der Familie hat. Lauf. Absolut, Wolf. Und wenn Kim heute den WM-Titel holt, dann wäre das die Krönung für die Hunters. So, wir gucken, dass wir den Ball hier schön verteilt kriegen. Nach unten. Schöne Aktion. Auf außen ist Platz. Das sieht gut aus. Komm schon. Kim Hunter. Na! No! Der geht nicht rein. Fuck. Alle waren hier schon aufgesprungen und dann verhindert das Alu diesen Treffer. Das Alu? Unglaubliche Szene. Von Alexandra oder Alex Hunter. Alu, Alter. Okay, wir kommen wieder von oben. Nee, da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Verdammt nochmal. Hunter ist ganz schön schnell, ey. Da ist er. Nee. Da ärgern Sie sich. Ballverlust. Ball zu langsam. Schön weggegrätscht. Aber leider auf der falschen Seite dann runtergekommen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Oh! Die Chance zur Führung.
Ey, da war der Fuß zwischen. Ja, genau, Ecke. Ey, ohne Shit, ne? Jetzt kommt die Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ganz langsam jetzt. Sauerbrunn. Schussversuch. Oh! Mann! Gefühltechnisch brillant gemacht, 34 Minuten. Mein Gott, war das knapp. Ja, ich weiß. Meine Güte, ja, Gott, war das knapp, ja. Wann hat das alles angefangen? Wann hat das überhaupt alles angefangen? Das habe ich mich auch schon so oft gefragt. Gegen die USA. Okay, kurz abgeblockt. Oh. Und, gegen die Amerikanerin haben und da habe ich den Ball wieder gestört. Zweimal die höchsten Niederlagen mit 0 Gott sei Dank. Kassiert. Das sah schon ein bisschen kräftig 1998 aus. Gegen Puerto Rico mal mit 21:0 gewonnen. Was bitte? 21:0? Oh Mann. Wäre der nicht abgelenkt worden, ey. Komm, den kriegen wir. Falsche Richtung leider. Ich weiß gar nicht, ob wir den Ball jetzt getroffen haben oder die Gegnerin. Michelle Prince. Junge, Junge. Shit. Hier kommt die Nachspielzeit. Oh, es ist schon die Nachspielzeit. Scheiße. Christine Sinclair. Da war mehr drin. Warum hält die Torwärterin denn den Ball nicht? Das war die große Chance, hier in Führung zu gehen. Bitteschön. Dankeschön. Lol. Die Schiedsrichterin pfeift. Alles klar, erste Halbzeit schon mal richtig beschissen gelaufen. Das eine Tor hätten wir definitiv machen können. Haben wir natürlich nicht hingekriegt. Perfekt. Jetzt müssen wir hier ein Tor schießen und eine Vorlage machen. Das heißt, wir müssen theoretisch jetzt 2-0 gewinnen, oder was? Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Oh, ich hab doch gerade geschossen, Alter. Ohne Scheiß. Ich hab schon gedrückt gehabt. Dämliche Mistscheiße. Für die US-Amerikanerinnen. US-Amerikanerinnen. US. Das Aktion, Ball ist weg. War echt beschissen. So, lauf. Da lauf. Scheiße. Ah, da habe ich ihn. Und auf Morgan. Morgan. Ah. Janine Beck. Viel zu früh. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Ganz harter Fehlpass hier. Schon. Aktion, Ballverlust. Das geht, ey. Was spielen die sich denn hier zusammen? Das ist, als ob auf einmal alle irgendwie das Gehirn ausgeschaltet hätten. Und ich meine nicht mich. 58. Minute. Hunter kriegt Anweisungen. Nun wird das Wechsel auf beiden. Guck mal her, 6,8, 6,2. Okay, bricht den Wann, gewinnt das Spiel. Das ist das Einzige, was ich noch machen muss hier. Bricht den Bann, gewinnt das Spiel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Komm, mal nach vorne. Sie haben Platz. Da kommt die Flanke. Da können Sie erstmal klären. Scheiße, zu lang gebraucht, um zu grätschen. Oh. Komm. Kim Hunter. Ey. Ja, los. Und jetzt könnte sie hier die Chance bekommen. Oh nein. Ey, was geht, ey? Auf der Pass kommt an. Also so beschissen. Sicher. Kann man doch gar nicht spielen. Leute. Guter Pass. Da ist die Hereingabe. Oh. Damit liegen sie jetzt vorne hier in diesem Finale. Und dieses Tor, das wollte ich. Wenigstens gewonnen, Mann. Wenigstens gewonnen jetzt. Oder ein Tor gemacht wenigstens, aber nicht mit Hunter. Und von den Kapitelaufgaben hier haben wir auch nichts geschafft. Aber ich glaube, da muss man auch echt richtig, richtig gut für sein. Um das auf Profi so hinzukriegen alles. Und weil ich ja sowieso nicht der Crack bin für FIFA, nehme ich mir einfach das Klasse Tackling. Tackling raus. Ha! Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Komm, decken. Melanie Tremblay, ganz energisch. Wieder hin. Ne, Hunter, was ist? Warum? So. Gutes Tackling hier.
Under. Foul. Oh. Mann. Frauenfußball hier wieder am spannendsten. Gutes Tackling. Sie hat sich fair vom Ball getrennt. Einfach auf den Ball drauf. Ey, warum? Sinclair. Da kommt der Schuss. Gut abgeblockt. Zweimal abgeblockt, Junge. Früh wird er jetzt gestört. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Hat sie mich gefoult? Ja, ne? Freistoß für die Amerikanerinnen. Ja. Jetzt wird es eine Auswechslung geben. Könnte sein, dass sie das Ergebnis jetzt absichern wollen. Wird's jetzt gefährlich? Keine Chance, da durchzukommen. Ja, und so erst recht nicht. Und die Situation geklärt. Pom! Game Hunter. Jawoll, Alter! Das ist natürlich 86. Minute. Macht hier den Treffer im Endfinale. Unfassbar. Oh. Guck mal, und von Hunter auch, von Morgan auch. Jetzt muss ich nur noch eins vorbereiten und mit Morgan was machen. Dann habe ich tatsächlich alle Aufgaben in dem Kapitel auch geschafft. Ja, dann komm mal nach vorne. Komm schon. Oh, das wäre so gewesen, wenn der jetzt durchgekommen wäre. Aber jetzt ist der Ball weg. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Shalina Sadowski. Ja, das war's. Und jetzt haben wir. Wow, krass. Das habe ich jetzt nicht weggedrückt. Schwarzer Bildschirm. Weltmeisterin mit 17 Jahren, 18 Jahren. Hand geben, Mann, Hand geben. Wir müssen ja immer so ein bisschen die Distanz wahren. Wir sollten Distanz wahren, aber du kannst dich dem hier ja gar nicht entziehen, wenn du das erlebst, was gerade abgeht. Warum reden die Kommentatoren immer noch weiter? Das ist auf jeden Fall crazy. Tja, Weltmeister. Mit 17. Geile Scheiße. Hunter in der 87. Boah, ey, wirklich. Das war so close, Mann. Ja gut, jetzt haben wir wenigstens etwas erfüllt von den Aufgaben, die wir in der in dem vierten Kapitel noch zu erledigen hatten. Ich möchte mir das auch gerne jetzt mal angucken, wenn der Ladebildschirm mal einen Tacken drauflegen würde, ey. So. Kim Hunter, Sieger der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft, klingt super. Wichtige Entscheidungen stehen an. Infos demnächst. Very nice. Attribute haben wir noch nicht weiter zu verteilen. Wir gucken mal weiter. Jetzt wird definitiv ein kleines Video kommen. Alles bereit? Ich kann kaum glauben, dass ich wirklich ausziehe. Da geht's mir genauso. Süß. Aus L.A. wegzugehen ist komisch. Ich habe immer hier gelebt. Hör zu, Kim. Dein Instinkt hat dich nicht getrogen. Spielergebnis. Und Bea hat dir einen unglaublichen Deal ausgehandelt. Du wirst frischen Wind in die Stadien bringen. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Naja, ich habe vom Besten gelernt. Mr. D, 9. Klasse. Naja, ich bring das mal ins Auto. Ich muss sagen, Fadan hat auf jeden Fall echt nur eine gute Figur abgezogen, so, ne? Von FIFA 17 bis hierhin. Oder FIFA 16. Ja, ne. 17, 18, 19, ja.
Journey Spielvertritt. Kapitel 4, düstere Wolken. Bereite ein Tor im Finale der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft vor. Haben wir natürlich nicht gekriegt, aber wir haben Führungsspieler gekriegt. Scheiß auf 5000 Follower. Das Führungsspieler-Gedöns ist, glaube ich, ein bisschen besser. Alex und Danny in Ultimate Team. Rufe deinen Bonus Ultimate Team an. Verbessere deine Scheiße. Spiel kein Online-Fußball, Alter. Nee. Die Journey ist abgeschlossen mit Kim Hunter. Wow, okay, das heißt, ich kann mir jetzt aussuchen, mit wem ich hier weiterspiele und mit wem ich hier das nächste Kapitel beginne, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen mit Alex Hunter, weil der hier unten in der Zeitleiste ein bisschen weiter hinten ist. Ja, krasse XXL-Folge, würde ich sagen. Erstmal einen guten Abschluss hier reingehauen und wir haben gar nicht mehr so viel zu zocken in diesem Spiel. Gott sei Dank. Geschulden sei es auch meiner Art, diese Scheiße jetzt hier zusammenzuschneiden. Ne? Also, bis denn. Bewertet gerne den Part, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss, Ikowski.